Boah. Hey. Als wird das Fahrrad kippen können, Mann. Ich hab Angst. Hallo. Heute branden wir unser Lastenrad. Aber wie genau wir das machen, zeigen wir euch nach dem Intro. So, Thomas, was wird gemacht? Also, wir müssen jetzt unser Lastenrad bekleben mit coolen Stickern. Dazu müssen wir hier mal putzen, weil das ist echt versifft. Hier habe ich aus Versehen das falsch rum hingeschraubt. Darum ist das raue vom Siebdruck außen und das nicht raue vom Siebdruck innen. Und da Kleber bekanntermaßen an rauen Sachen nicht so gut hält, müssen wir es tauschen. Dann kommt da ein Kleber hin, da ein Kleber hin und da ein Kleber hin. Und wenn wir das Brettchen hier tauschen, hier unten ist so eine Nut drin, die müssen wir dann quasi nochmal auf der anderen Seite einfach reinsägen, Wofür ist die Nut? damit das hier so reinpasst und es cool aussieht. Na gut. Na gut. Ich zeige euch noch kurz die Klebers. Ich mache einen Zaubertrick, pass auf, ich habe sie in der Ja. Hand. Zauber sie her. Hier ist zum Beispiel eins. Das zum Beispiel. Dass, wenn wir rumfahren, wir sind ja oft im Baumarkt und die Topfragen sind zum Beispiel: Ist das selber gebaut? Oder hat das auch einen Motor? Was ist denn die Nutzlast? Ist das ein Fahrrad? Oder hat das keinen TÜV? Und damit dann Menschen uns folgen auf YouTube, dachte ich mir, es ist geil, wenn man ein bisschen Werbung herumfährt. Dass es in der Tat war. Okay, lass das Brett sägen, das Ding putzen, das draufkleben. Auf geht's. Ja, los. Ja, los. Was? Ich verstehe nicht, was du gerade tust. Heft aus, oder nicht? Ja. Warum es durchdreht, wenn ich es steckt. Aber ich Du nehme die kannst Dinge hin, wie sie da kommen. unten. Nee. Soll Importante. ich das machen oder willst du Warte mal, das das ist machen? falsch. Wieso ist das jetzt Wenn falsch? wir das so machen, Und dann dann ist der jetzt vorne weggesägt. ist hier die Nut und dann stecken wir das so drauf, oder nicht? Okay, es ist richtig. Das ist richtig, das ist richtig. Danke. Das ist richtig. Eine sichere Führung. Perfekt. Das sind ja zwei, oder? Ach so. Hätte ich gar nicht gesehen. Da. Ah ja, Wieder eins. abgenommen würde ich sagen. Silber, das war beides überdreht. Gut, weißt du, wenn du sie überdrehst, dann ist das Gewinde kaputt. Schick gut. Hä? Ja, du hast ja recht. So, jetzt putzen wir den Shit. Ich bin der Feuchte von uns beiden, Paul. Okay. Der feuchte Ganove. Muss auch used aussehen irgendwann. Das wird's auf. Hast du die Seite auch schon? Ja, nee, sehe ich aus wie ein D-Zug. Ja, und dann frage ich mich, warum du da Pause machst und mit der Kamera rumläufst. Junger Mann, hey. Sollen wir einfach vorne anfangen, weil wir da einfach am wenigsten verkacken können? Ja. Und die müssten alle ein bisschen Überstand haben, dass sie es Haben abkarten Sie. können. Kannst du drüben 1,5 von Oberkante zum Stickerkante. Oberkante, Unterlippe. Ja. Ja, das muss noch ein bisschen darüber. So, jetzt machen wir so. Komplett abziehen, oder? Ein Stückchen. Das ist übel dumm da. Ich weiß nicht, ob wir das so machen sollen. Ich hätte es eher von unten nach oben geragt. Okay. Oh, muss man wegziehen, bitte? Gut. Okay. Ich stoppe jetzt mal. Das ist es einfach, ne? Ja. Okay.
Geil. Das ist cool. Das Holz ist quasi für sein Leben lang lasiert. Ja. Da kann nichts mehr blasieren. Na dann. Und hier ein Cut. Scheiße, da war es zu Ende. Schön geworden. Mit dem Messer macht es richtig Bock. Das heißt, jetzt müsst ihr eigentlich abgehen. Okay, das heißt, wir könnten das drüben auch machen und danach den Radkasten, right? Oha. Dein Problem, Paul. Was ist das Problem, Thomas? Hier so ein Doppel-Ding ist. Probleme sind nur dornige Chancen, Thomas. Oh, hier ist nämlich jetzt, okay, ich hab's noch gerettet, zum Glück. Zwei Seiten sind fertig. Die dritte Seite folgt in Kürze. Jetzt. Ganz genau. Gleichsinnig. Ja. Jetzt sind da. Geil. Horny, horny, horny. Horny, horny. Cool. Cool, 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 cool. War dumm vom Geräusch, Und wenn euch unsere Videos gefallen. Lasst ein Abo da, drückt die Glocke und schreibt in die Kommentare, wie ihr unser Lastenrad findet. So, ihr lieben Bastelinos und Bastelinchen, wir sind fertig. Ja, ich finde es schön geworden. Vorne ist es ein bisschen zu hoch. Aber wenn man das nicht weiß, ist es eigentlich okay, oder? Ich dachte, das muss so sein. Ja, das passt schon. Damit noch Platz für die Kühlerfigur ist. Ja, und jetzt wird unsere Conversion bei Baumarktbesuchen auf jeden Fall nach oben gehen, weil die Menschen dann das Fahrrad hier anschauen und auf jeden Fall den Kanal irgendwie bemerken. Folgt uns für mehr Marketing-Tipps. Hey, und wenn ihr den Thomas irgendwann in freier Wildbahn mit diesem Lastenrad seht, dann lauft ihm hinterher und er schenkt euch einen Bastelsalz-Sticker. Ja, habe ich jetzt einfach entschieden. Das finde ich sehr gut, ja. Gut, Paul, vielen Dank für die Hilfe. Ich bin sehr froh, dass unser Fahrrad diesen Branding hat. Und euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Hallo, liebe Bastelfans.